Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Manche haben es vielleicht schon mitbekommen von euch, Darkseid ist endlich in Deutschland erhältlich und deswegen gibt es heute auch meine Top 5 Darkseid-Sorten, also die 5 Sorten von Darkseid, die ich mit Abstand am liebsten rauche. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, wie gesagt, heute die Top 5 Darkseid-Sorten. Aber zuerst mal ein paar Worte zu meinem Setup. Das werde ich nämlich auch relativ häufig gefragt, wie ich denn Darkseid so am liebsten rauche. Ihr seht hinter mir schon die Pfeife, das ist aber mit das am wenigsten Wichtigste an diesem Setup. Es geht mehr so um den Kopf und um den Aufsatz. Ich benutze für Darkseid am liebsten einen Mehrlochkopf mit einer Smokebox obendrauf. Am besten bietet sich da für mich an, der Kopf von Upgrade Form, und zwar der in der Mini-Variante. Frisst einfach ein kleines bisschen weniger Tabak, passt trotzdem genug rein für eine schöne Session, die 1 bis 1,5 Stunden dauert, was mir auf jeden Fall reicht. Darkseid ist ja meistens eh ein bisschen stärker, da kommt relativ fix der Bass und man fühlt sich auch relativ befriedigt von dem Kopf. Also es ist jetzt nicht so wie bei einem Apokopf, wo ich danach einfach immer noch Bock habe, direkt den nächsten zu rauchen, sondern das reicht dann auch schon mal. Ja, also Upgrade Form Mini mit einer Smokebox obendrauf, 2 Kohlen drinne, den Tabak locker reinlegen und ein kleines bisschen Abstand zu der Smokebox, also im besten Fall sollte danach kein Tabak unten an der Smokebox hängen. So viel auf jeden Fall zum Setup. Ich würde sagen, wir starten direkt mit meiner 5 liebsten Sorte von Darkseid. Eine Sorte, die ich gar nicht alleine rauche. Ich finde, pur ist der sogar fast nicht rauchbar. Es geht um den Darkseid Supernova. Supernova beschreibt man am besten einfach mit Kühle. Es ist nichts anderes als eine extrem krasse, geile, frische Note, die einfach den kompletten Hals belegt, den kompletten Rachenbereich belegt. Es fühlt sich einfach alles frisch an, auch danach beim Einatmen ist es super frisch. Und zwar ist der so frisch, dass ich ihn gar nicht alleine rauchen will. Das heißt für mich eher ein Tabak, den ich zum Mischen benutze und auch in fast jeder Kombination bis jetzt funktioniert hat, außer vielleicht die cremigen Sorten von Darkseid wie zum Beispiel Cookie. Also alleine kein Favorit, aber zum Mischen einfach unglaublich geil. Sollte bei euch die Darkseid-Bestellung ausstehen, definitiv den Supernova mit reinpacken und dann bei allem Fruchtigen mit reinpacken, dass noch eine schöne frische Note am Start ist. Ich feiere es extrem, ich finde ihn sogar deutlich geiler als den Cold Death, den ich früher oft zum Mischen benutze, einfach weil der Cold Death diese typische bittere Mentholnote am Start hat. Das ist beim Supernova nicht so, der ist einfach nur frisch. Wenn man an den Tabak riecht, riecht man sogar einfach nur Grundtabak. Also es riecht super strange und auch nicht wirklich lecker. Aber wenn man ihn dann mit in dem Kopf hat, weiß man direkt genau, was der Supernova bewirkt. Nämlich einfach eine sehr geile und angenehme frische Note. Platz Nummer 4 bei meinen 5 Lieblingssorten von Darkseid ist der Lemon Blast. Einfach eine sehr, sehr geile Zitrone. Für mich ist die Zitrone so wie aus diesem Krümeleis her, dieser Instant-Eis, den man so kennt, den man in diesen kleinen Pellets hat, den man mit Wasser anrührt. Genauso schmeckt diese Zitrone für mich. Und zum Beispiel in Kombination mit Supernova oder noch einer anderen Sorte aus meiner Top 5, zu der ich gleich noch komme, einfach ein absolutes Brett, einfach super gut getroffen. Für mich wirklich 1:1 wie diese Krümeleistee-Zitrone-Dinger, die man kennt. Ich habe sie früher als Kind mega gerne getrunken, wir hatten das fast immer daheim. Ich habe es mega gefallen, das Ganze jetzt als Tabak zu haben, ist einfach ultra. Platz Nummer 3 der Top 5 Darkseid-Sorten ist für mich definitiv der Genesis Raspberry. Ich weiß, dass ihn viele extrem feiern, bei mir sind aber trotzdem noch 2 Sorten davor. Aber der Genesis Raspberry erinnert mich einfach beim Riechen und auch vom Geschmack direkt an eine unglaublich geile Himbeernote, die so in Richtung Himbeereistee oder sehr süße Himbeermarmelade geht. Ich finde ihn ultra lecker, auch den mische ich wieder super gerne mit dem Supernova, um da wieder ein bisschen Frische mit reinzubringen. Generell fast alle fruchtigen Sorten von Darkseid mische ich super gerne mit dem Supernova. So auch den Genesis Raspberry, ich rauche ihn mega, mega gerne. Der Genesis Raspberry, eine der wenigen Sorten, die ich in der Base-Variante dabei habe. Vielleicht gerade ein paar Worte zu der Core- und der Base-Reihe. Die Base-Reihe ist ein bisschen schwächer, was das Nikotin angeht. Geschmack ist trotzdem identisch. Also wenn ihr noch nicht so viel schwarzen Tabak geraucht habt, holt euch lieber die Base-Reihe. Die ist auf jeden Fall auch schön stark. Keine Sorge, die ballert gut rein. Und die Core-Variante ist dann wirklich noch eine Stufe heftiger. Da kriege sogar ich, obwohl ich relativ viel Dark Blend rauche, immer noch einen guten Bass von. Aber Genesis Raspberry auf jeden Fall ein verdienter Platz 3. Ultra leckere Himbeernote, die für mich in so eine sehr künstlich süße Himbeer-Eistee-Noten-Richtung geht. Einfach mega lecker.
Platz Nummer 2 in meiner Top 5 Darkseid-Sorten-Liste ist der Darkseid Hola. Für mich schmeckt und riecht der 1:1 wie die Cola-Kracher von Maoam. Einfach eine schöne, künstliche, aber auch süße Cola-Note, die krass gut getroffen ist. Also ich hatte wenig Cola-Sorten, die so authentisch nach diesen Cola-Krachern geschmeckt haben, wie dieser Tabak. Für mich super, super geil. Falls ihr euch fragt, und jetzt kann ich es komplett auflösen, jetzt waren alle Sorten dabei, was ich gerade rauche. Es ist Darkseid Supernova zu ungefähr 20% und der Rest fair aufgeteilt zwischen Lemon Blast und Darkseid Cola, beziehungsweise Darkseid Cola. Für mich eine ultra gute Kombi, die super gut zusammenpasst. Die Zitrone, die Cola und dann noch die Frische von der Supernova. Mega leckere Kombination. Und auch der Darkseid Cola, absolutes Brett. Also für mich definitiv ein verdienter zweiter Platz. Ja, und dann kommen wir schon zu meiner absoluten Lieblingssorte von Darkseid. Ich bin gespannt, was ihr denkt, was es ist. Ihr könnt es ja gerade jetzt mal in die Kommentare schreiben. Einmal Pause drücken und unten reinschreiben, was ihr denkt, was nach den 4 Sorten noch meine Top-Lieblingssorte von Darkseid sein könnte. Ich löse es jetzt auch direkt auf. Es ist der Ice Granny. Ein super leckerer grüner Apfel. Er heißt zwar Ice Granny, für mich ist die Frische aber gar nicht so krass am Start. Deswegen auch den mische ich wieder mega gerne mit dem Darkseid Supernova, damit da nochmal eine extra frische Note am Start ist. Aber diese grüne Apfelnote kommt einfach mega gut rüber und ist, finde ich, sogar besser getroffen als bei vielen anderen deutschen Tabaksorten, die das Ganze versucht haben, auch schon umzusetzen. Aber Ice Granny schlägt für mich alles. Für mich auch meine absolute Lieblingssorte bei Darkseid. Die Sorte, die ich mit Abstand am meisten rauche und einfach auch ein absolutes Brett. Ja, das soll schon zu meiner Top 5 Darkseid-Sortenliste gewesen sein. Leute, wie immer, schreibt gerne mal eure Liste unten in die Kommentare. Welche Sorten sind so eure Favoriten von Darkseid? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wenn euch das Video zu den Top 5 Darkseid-Sorten gefallen hat, gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lasst. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.